Eneko ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Enekoro. Eneko ist ein kleines, vierbeiniges und katzenähnliches Pokémon, das rosa, hellbeige sowie violett erscheint. Das Gesicht wie auch der komplette untere Bereich seines Torsos inklusive der Beine sind hellbeige gefärbt. Gleiches gilt für den Schweif und die drei runden Auswüchse an dessen Ende. Bis auf die violetten Innenohren trifft es sonst rosa gefärbt auf. Auffällig sind der relativ große Kopf und die Form des Schweifes. Auf dem ovalrunden Kopf wachsen die beiden eckigen Ohren, die über je drei Haarspitzen verfügen. Die Farbanordnung seines Gesichts ähnelt einem nach oben geöffneten Halbmond. Das Gesicht selbst besteht aus den stets geschlossenen großen Augen, der sehr kleinen Nase und dem Mund. Das Pokémon besitzt einen im Verhältnis zum Kopf gesehen kleinen Körper. Die Beine sind sehr kurz. Der Schweif beginnt äußerst schmal, wächst jedoch etwa nach der Hälfte zu einem breiten Gebilde heran und an dessen Ende wachsen drei dünne Haare, die wiederum an ihren Enden größer und rund werden. In der Shiny-Form erscheint Eneko insgesamt minimal dunkler. Eneko ist nicht besonders stark, zeichnet sich jedoch durch seine Schnelligkeit aus. Gegner greift es hauptsächlich mit physischen Normalattacken an und schlägt mit seinem Schweif zu, indem es Duplex-Hieb oder Mogelhieb einsetzt. Feine schüchtert das Katzen-Pokémon durch seine Fauchen ein und senkt ihren Angriff so durch den Einsatz der Attacke Heuler oder bewirkt dasselbe, indem seine Niedlichkeit den Gegner betört, während es Charme einsetzt. Dieser zeigt sich ebenfalls durch seine Fähigkeit Charmbolzen, welche gegnerische Pokémon des anderen Geschlechtes bei Kontakt dazu führt, sich in Eneko zu verlieben und es anschließend mit geringerer Bereitwilligkeit anzugreifen. Die Fähigkeit Regulierung, welche andere Exemplare besitzen, gibt dem Pokémon einen Typbonus auf alle Schaden zugefügten Attacken, die es einsetzt. Die versteckte Fähigkeit Wunderhaut, die nur wenige Eneko besitzen, senkt die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner treffen, wenn sie Statusattacken einsetzen. Eneko lebt in Löchern von Bäumen, ist jedoch durch sein Verhalten und seine Niedlichkeit auch ein beliebtes Haustier. Zu seinem Trainer fasst es nur langsames Vertrauen. Es hat viel Spaß daran, Gegenstände zu bewegen und diesen hinterherzulaufen. So findet man es manchmal auf, wie es seinen eigenen Schweif jagt und dabei im Kreis läuft, bis ihm schwindelig wird. Dabei ist Eneko der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Enekoro weiterentwickeln. Der beige katzenartige Körper, welcher das hauptcharakteristische Merkmal von Eneko darstellt, wird nach der Entwicklung beibehalten. Hierbei sind Enekos Rücken, Kopf und Schwanz rosa gefärbt. Enekoros Ohren und Schwanz sind violett gefärbt, ebenso das nackenkissenähnliche Gebilde, welches es um seinen Hals trägt. Seine Beine werden durch die Entwicklung länger und geben dem Pokémon eine elegante Erscheinung. Auch ändert das ovale Schwanzende seine Form und ähnelt nun einem Pinsel. Die Auswüchse am Ende des Schweifes der Vorentwicklung sind nun am Nacken zu finden. Die Entwicklung wird in den Spielen durch die Gabe eines Mondsteins ausgelöst. Dabei ist Eneko immun gegen Geistattacken, im doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.